So, und damit wieder ein weiteres Mal hallo und herzlich willkommen hier vor den heimischen Bildschirmen oder vor den portablen Bildschirmen, wo auch immer ihr guckt. Ja, sehr schön. Achso, übrigens, das hatte ich jetzt ja auch noch gar nicht geschafft, ne, weil hatte ich gestern total vergessen. Wir haben die 1000 Abonnenten geschafft. Juhu, yay, das ist ein riesiger Meilenstein. Wir haben ja auch mehr als lange genug darauf hingearbeitet und ich muss sagen, danke, danke, danke. Echt total geil, dass wir das geschafft haben. Wahnsinn, also als ich das nur gesehen habe, so 997 und dann kurz danach war dann 999 und dann auf einmal so 1000, ja, und das war so, boah, geil, echt geil. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, bin echt, muss sagen, sehr, sehr glücklich damit. Macht richtig Laune, nach wie vor. Mir fällt auch Gott sei Dank immer noch irgendwas ein. Ich hoffe, das bleibt auch noch so. Wehe, wenn nicht, ja, dann werde ich böse. Wenn mir dann irgendwann die Ideen ausgehen, dann lass mir vielleicht was anderes einfallen. Mach so eine kreative Pause, aber noch ist es nicht so weit. Von daher, ich gucke ja auch immer ganz viel Filmchen und lese viel. Von daher hoffe ich ja, dass das vielleicht ein bisschen Einfluss hat. Ja, und mich beeinflusst, dass mir irgendwie noch neue Sachen einfallen. Weil ich muss sagen, das spielt auch viel eine Rolle, ne? Also, ich sag mal, wenn ich nicht so viel Fernsehen gucken würde. Ja, was heißt Fernsehen gucken? Nee, also, früher habe ich viel mehr Fernsehen geguckt als jetzt. War auch nicht so wesentlich, wenn ich mal so überlege. Ja, eigentlich habe ich nie wirklich so viel. Ja, doch, eine Zeit lang, wo die coolen Serien liefen. Ja, ja, doch, dann schon. Naja, auf jeden Fall Filme und sowas, ne? Und jetzt gerade mit dem einen Buch, was ich lese. Und wenn man andere Spiele spielt, irgendwas fällt einem immer ein, wo man nicht so, genau das will ich in meiner Welt haben. Und dann baut man das. Und man freut sich darüber. Ja, und das ist echt in Ordnung, muss ich wirklich sagen. Ja, ich gucke mal, was wir da noch machen, so ein bisschen. Ja, ja, ja. Aber was ich sagen muss, ich finde es ein bisschen schade, es gibt relativ wenig also Spiele bisher für die Xbox One. Ich bin auch der Meinung, dass es beim Release also vorheriger Generation mehr Spiele gab. Wobei, darauf festlegen würde ich mich jetzt nicht. Es kann sein, aber es muss nicht. Die Hammerteile kommen ja irgendwie erst noch, ne? So nächstes Jahr. Es gibt auch irgendwie keine Demos, das finde ich ein bisschen schade, weil ich hätte zum Beispiel gerne einfach mal, weil ich mir halt Rise, Son of Rome noch nicht geholt habe, hätte ich es gerne einfach mal angetestet, weil ich muss auch sagen, die Tests sind nicht gerade positiv. Ich hatte schon damit gerechnet, muss ich auch ehrlich sein mit euch, denn wenn wir überlegen, wer macht das, ist Crytek. Crytek, die Jungs sind definitiv dafür bekannt, dass sie grafikmäßig doch einiges rocken, nicht unbedingt auf den Konsolen, wobei man sagen muss, Crysis 2 sah schon extrem geil aus, den dritten Teil habe ich nicht gezockt, ich war dann einfach, weiß nicht, ich brauchte nicht noch mehr Crysis, ne, nach dem dritten Teil. Ja, von daher weiß ich nicht so ganz, war schon so ein bisschen, naja gut, okay, die Jungs, die verstehen sich halt darauf, grafisch opulente Sachen zu machen, aber gut, seien wir ganz ehrlich, Crysis Story war jetzt nicht unbedingt das, sage ich mal, Meisterwerk, es war nicht schlecht, das auf keinen Fall, es war echt gut, also war schon ganz gut gemacht, aber gut, okay, es ist halt auch ein Shooter gewesen, das müssen wir da erwarten. Ich fand dann auch so ein bisschen beim Test das ein bisschen zu überzogen, weil da wurde gesagt, ja, Crytek, die verstehen sich halt auf Grafikblender, ne, solche Spiele zu machen, die grafisch opulent aussehen, aber inhaltlich total hirnlos sind, also hirnfrei wurde es teilweise da gesagt. Das finde ich ein bisschen übertrieben, also ganz so ist es nicht. Die wissen halt, wie sie ein Spiel gut aussehen lassen können. Also ich muss zum Beispiel sagen, Far Cry 1 war seinerzeit einfach mal der Hammer. Und wenn man einen Rechner hatte, der ansatzweise das Ding in maximalsten Darstellungen zeigen konnte, ja, dann war man schon der King of Cuppes, wenn man da schon nah rankam. Das ist heute natürlich ein bisschen anders. Also von daher, ich weiß nicht. Ich würde dem gerne eine Chance geben. Ich werde es mir auf jeden Fall holen, weil ich mag solche Sachen mit Römern und sowas. Das fand ich schon früher ganz cool. Ich fand auch die Filme und Bücher immer sehr interessant. Mich hat auch die Rom an sich, die Vergangenheit, die Geschichte davon sehr interessiert, weil die halt einfach so mega weit waren und halt so viele Sachen hatten. Zum Beispiel ein vernünftiges Wassersystem, alles. Und ja, und dann hat man eigentlich, wir haben ein paar Jahrhunderte später, ist man wieder total ins Mittelalter, wo man eigentlich dann weiter wäre als in der Antike. Ist man dann wieder zurückgefallen und hat alles, was man dort hatte, verworfen. Man hat wieder auf die Straßen geschissen, wirklich, hat alles da rausgekippt, ne? Weshalb ja auch Pest und alles mögliche dann gar kein Wunder war. Und weiß nicht, das ist eigentlich so krass, wenn man sich das überlegt. Ja, wie weit man gewesen ist und dann hat man einfach, weil man zu dumm war, hat man das Ganze dann wieder verstreichen lassen, hat dann, ja, weiß nicht, da ist alles aufgegeben. Ist ja wirklich, man hat's aufgegeben. Doch, ja. Schade.
So, jetzt hoffe ich, dass ich rankomme. So, sehr schön. Das brauche ich einmal. Jetzt muss ich gucken, wie ich gleich hier rankomme. Das weiß ich jetzt noch nicht, ehrlich gesagt. So, genau, erstmal die wegnehmen. So, und dann gucken wir gleich mal. Ich glaube, ich werde das hier an der Stelle hochbauen. Ja, wir werden mal kurz gucken. Wenn ich das hier so mache. Ja. Und dann so. Aha. Ja, doch, 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 doch. Das sieht ganz gut aus. Und dann hier rüber. So, wunderbärchenhaft. Sehr schön. Ah, siehste, klappt doch. Ah, schon wieder knapp. Ich wollte es nicht. Hier ist jede Menge Gedöns. Gedöns. Man könnte auch Erdblöcke sagen, aber nö, wir sagen Gedöns. Gedöns ist sowieso ein viel kühleres. Kühler vielleicht schon, man weiß es nicht. In manchen Regionen mag dieses Wort ein bisschen kühler sein. Wenn man draußen des Nachts bei minus 30 Grad steht und dann Gedöns sagt, dann ist dieses Wort garantiert auch kühler. Aber eigentlich würde ich sagen, ein cooleres Wort. Wobei cool ja eigentlich cool, kühl meint, ne? Also, er ist voll cool, du bist voll kühl. So nach dem Motto so, Alter, du fängst doch nicht mal dabei an zu schwitzen, ja, wenn du sowas machst. So in der Richtung war das ja unheimlich, also so eigentlich gemeint, ne, so ursprünglich, ganz, ganz ursprünglich. Heute ist einfach so, ey, ist es cool, ist einfach, wenn was toll ist, wenn einem etwas gefällt, dann ist es cool. Oder wenn jemand irgendwie was Tolles gemacht hat, dann sagt man so, ey, du bist cool. Ne? Aber eigentlich ist das eher so Gangster-like-mäßig so ein bisschen. Ja, nicht so richtig. Auch nicht so richtig. Das ist nur Spaß gewesen, ne? Nicht, dass hier irgendein Gangster beleidigt fühlt oder auf den Schlips getreten. Was, die gibt's das eigentlich noch? Ja, doch, es gibt. Na klar, die werden nie aussterben. Gangster werden, glaube ich, nie aussterben. Weiß nicht, ob ich da traurig sein soll, wenn dies passieren würde. Also ich brauche diese Bewegung eigentlich nicht wirklich. Mit diesen tollen Sprüchen, diesen vielseitigen Kommentaren, Alter und so Gedöns, ne? Und ey, vor allen Dingen ey und Alter, definitiv das Hauptvokabular von diesen Leuten. Und dazu viel hirnfreie oder sinnfreie Aggression, ne? Definitiv total cool, bringt einen immer weiter. Ja, also ich bin nämlich auch aggressiv und geladen, aber ich mach da nicht gleich wieder irgendwelche Songtexte oder sowas. Aber zumindest nicht so. Ja, also, da sind teilweise Sachen, das darf ich noch nicht mal hier sagen. Da müsste ich hier irgendwie, was weiß ich, was das für eine Sendung wird. Das 18 ist da noch zu jung für diese Vokabeln, die man da manchmal in diesen Liedern hört, wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, wer singt denn dann diesen Text mit, ja? Ey, es geht ja gar nicht. So, und vor allen Dingen, wie soll das funktionieren? Das geht gar nicht. Das ist physikalisch oder anatomisch vielmehr. Oftmals viel Anatomie, weil es geht ja viel um irgendwelche Körpersachen und Körperteile und Körperflüssigkeiten dabei. Und was man mit irgendwelchen Körperteilen macht und irgendwelchen Organen macht, das ist immer ganz klasse. Das ist anatomisch gar nicht möglich. Also ich weiß nicht, wie derjenige das macht, ob der da Erfahrungen hat. Wenn ja, würde ich sagen, sollte man ihn sofort einsperren. Nicht nur wegen seines Gesangs, sondern auch wegen der Sachen, die er gemacht hat. Weil das hochgradig illegal ist. Und irgendwie und leicht nekrophil, aber egal. Muss ja jeder selbst wissen, ne? So nach dem Motto. Also es ist, ja, und dann gibt's halt die Leute, die finden das ganz toll und leben das halt aus und sprechen dem nach, ja. Und hängen da voller Inbrunst und freuen sich des Lebens, dass es diese Musik gibt. Gut, jede Musik hat ihre Daseinsberechtigung, obwohl nicht jede. Nein, nicht jede. Schlager zum Beispiel. Volksmusik. Das ist sowas, da frage ich mich immer noch, wie kann man sich das antun? Also gut, okay, klar, auch das hat seine Daseinsberechtigung. Nenne ich das jetzt einer hier wirklich da, ich bin immer so ein riesen Schlager-Fan. Ja, ist ja schön für dich. Dann bist du das halt. Trotzdem, aber wie, also entweder bist du verdammt alt, dann würde ich das definitiv tolerieren, würde sagen, Mensch, ja, ist in Ordnung. Zu deiner Zeit gab es halt auch nichts anderes, da hat man das gehört. Obwohl, dann würde ich gerne wissen, wie alt du bist, weil das, ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, dass du dann schon so alt bist. Naja, und ansonsten, wüsste ich nicht, eine richtige Ausrede gibt's nicht dafür. Nee, also eine richtige Ausrede gibt's einfach nicht. Das geht nicht. So, ich brauche Wolle. Wolle, 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 lila Wolle. Genau, ja, jetzt nehmen wir mehr einen 64er Stapel, ne? Mhm. Weil wir keine weiße Wolle mehr haben. Arrgh, verdammte Axt. Und wir wissen ja, wir haben es oben gesehen, wir kommen definitiv nicht so weit. Ach, Mist. Ich wusste es. Ich wusste, das wird ein Problem werden. Ach, verdammt. Naja, müssen wir halt wieder zurück zu unseren Schafen, die noch ein bisschen züchten, noch ein bisschen dopen vielleicht, dass sie noch mehr Wolle abwerfen. Ach, ja. Es kann ja was werden.
Ich bin echt gespannt, ob es dieses Texturenpaket dann jetzt auch dann auf der Xbox One geben wird. Ich glaube nicht, wegen Lizenzgründen, weil man dann die Lizenz wahrscheinlich nur hierfür erworben hat, für die 360 und nicht für die Xbox One. Das wäre schade, weil dann haben wir das umsonst geholt, aber naja, eigentlich nicht so richtig. Ich weiß nicht. Muss man mal gucken. Vielleicht spiele ich hier auch ab und zu mal weiter. Obwohl, ich kenne mich, werde ich garantiert nicht machen. Wenn ich die andere Version habe, werde ich wahrscheinlich nur mit der spielen. Obwohl, vielleicht wird man mal ab und zu hier wieder zurückkehren. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen wehmütig, ja, so meine alte 360 hier einfach so stehen zu lassen und halt dann nicht mehr zu benutzen. Ich habe sie ja extra noch aufgebaut gelassen, auch die Kinect dafür noch aufgebaut lassen, weil ich halt auch mit der Kinect sehr gerne gespielt habe. Ich fand die immer gut. Wo viele andere ja da hingen und so, finde ich nicht so toll. Ja, das weiß ich nicht. Ich fand es immer klasse. Ich bin immer so Freund von sowas, ja, von solchen technischen Spielereien. Das fand ich schon immer schön. Also auch früher bin ich auch nach wie vor der Fan und werde das auch, glaube ich, nie ablegen. Hoffe ich zumindest, dass ich dann nie so werden würde wie manch anderer. Ja, also von daher so ein bisschen schade, weil wenn ich überlege, das Ding begleitet mich nun schon seit über 6 Jahren. Ja, und das. Es ist traurig irgendwie. Ich weiß nicht, da werde ich wirklich sentimental. Und ich bin echt nicht so der sentimentale Typ. Weil es seit eine lange, lange Zeit, die ich mit dem Ding verbracht habe, viele, viele schöne Stunden, angenehme Stunden vor tollen Spielen, die mich wirklich mitgenommen haben. Emotional manche Spiele, wo man gelitten hat mit den Charakteren, wo man teilweise dachte, nein, das kann's nicht sein. Ich erinnere mich da an zum Beispiel Modern Warfare 2, als Ghost starb. Boah, das war für mich persönlich in, sagen wir so, meiner Videospielvergangenheit einer der krassesten Momente, muss ich ganz ehrlich sein. Weil das war echt heftig. Also das war nicht gerade ohne, wie man überlegen kann. Denn als der da, boah, das ist immer noch heftig. Da komme ich auch noch immer nicht ganz drauf klar, dass Ghost halt von uns gegangen ist. Ah, okay, so sieht mir alles aus. Tja, was soll man machen? Achso, übrigens, das ist so ein. Ich weiß nicht, ob ich das schon verraten soll. Ich erzähle jetzt einfach mal. Und zwar, irgendwie, warum auch immer, ich weiß es nicht ganz. Auf jeden Fall ist es so, dass es Bösewichte gibt. Bei, ja, das heißt, warum? Also, das weiß man schon, dass es Bösewichte gibt bei Dead Rising 3. Das ist ja irgendwie auch klar, ansonsten macht das Spiel keinen Sinn, wenn es keine Bösewichte gibt. Und wieder mal ist dann da irgendwie also Militärheimnissen drin, die kennt man auch schon aus den vorigen, die tauchen dann immer ein bisschen später auf. Als stärkere Gegner. Naja, und diese Typen haben ein unverkennbares Outfit. Und zwar das der Call of Duty Ghost-Einheit. Ja, richtig. Diese Skimaske vorne mit diesem Totenkopf drauf, sieht genau so aus. Ist echt krass. Ich weiß nicht, wie viel man dafür bezahlt hat oder wie man das gemacht hat, ob Microsoft da irgendwie was mit reingelegt hat, dass man das machen darf. Das ist auf jeden Fall geil, weil ich dachte so, hä? Und wird auch so ein bisschen Anspielung gemacht, von wegen, so in einer Stelle wird dann so gesagt, als die es total vergeigen, was, und ihr wollt euch eine Elite-Einheit nennen, so, pff, ne, so nach dem Motto. Ja, es ist schon ganz cool, wird auch so ein bisschen zwischendurch mal so ein bisschen geneckt, wo dann auch gesagt wird, naja, diese Typen sind so trottelig, da kannst du dich auch einfach, ne, und das verrate ich jetzt aber nicht, was man da dann einfach, das werden wir dann an anderer Stelle erfahren. Wenn wir es denn dann spielen. Das ist nämlich storyrelevant und das möchte ich jetzt nicht so unbedingt hier verbreiten oder schon erzählen. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich hier nochmal. Ich glaube, wenn ich da einen draufsetze, reicht das schon, ne? Ja, wunderbärchenhaft. Ja, wir sind bald fertig, aber wir sagen so 2, 3, 64er Stapel werden es wohl noch werden, ne? Ey, bis wir die zusammen haben, ne? Wie viele Schafe ich dafür quälen und foltern muss, damit wir das schaffen. Und vor allem, ich brauche eigentlich nur lilane Wolle, ne? Habe ich denn noch Färben? Ne, ich habe auch keinen Lapislazuli, glaube ich mir, oder? Ne, ich bin der Meinung nicht. Das ist natürlich Mist, ne? Ohne Lapislazuli. Und dann hier mit dem Texture Pack erkennt man das auch nicht so richtig. Ach, das ist alles doof. Ja, das ist jetzt so ein bisschen zum Beispiel ärgerlich, ne? Da wo man sich denkt, ah, okay, jetzt hätte ich eigentlich gern das. Aber nun gut. Lass mal gucken. Achso, was ich noch sagen wollte, ne? Im Battlefield Teil 1 und Teil 2 sind ein bisschen asynchron gewesen. Es wurde auch gut bemerkt, das ist auch ganz richtig. Das liegt daran, ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe geguckt, die Aufnahme,
Also als ich das aufgenommen habe, der Sound bei mir war absolut synchron. Das war in Ordnung. Und die Sache ist, es ist auch am Anfang synchron. Es wird dann im Laufe der Folgen wird es erst asynchron. Ein bisschen, am Anfang geht's noch und dann wird es ein bisschen mehr. Wo ich echt keinen Plan habe, woran das liegt. Ich schätze mal, das wird einfach, weil das läuft ja über das HDMI-Kabel, das wird vielleicht zu viel gewesen sein. Ich habe jetzt zwar nichts verstellt, aber vielleicht war gerade irgendwas im Hintergrund bei meinem Rechner, irgendein System war, und ich mitbekommen habe, oder die Xbox One hat noch irgendwas im Hintergrund gehabt. Vielleicht waren auch irgendwelche Apps offen aus Versehen, das kann auch sein, ich weiß es nicht. Eigentlich sollte das Ganze nicht stören, es liegt nur im Bildsignal. Ich habe auch versucht, das noch so ein bisschen zu korrigieren. Ich habe da nochmal geschaut, konnte ich leider nicht mehr beheben. Von daher tut mir leid, dass das da so ein bisschen asynchron läuft. Ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen erträglich für euch und für eure Ohren. Tja, aber es lässt sich halt leider nicht ändern. Leider, leider, leider. Wir können nur weiter hoffen, dass das bald sich erledigt hat. Also Teil 3 und Teil 4 sind auf jeden Fall wieder schön synchron. Das hat alles ja wunderbar geklappt. Ja, und bei dem anderen bleibt es einfach abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Ich werde jetzt mal ein bisschen regelmäßiger da gucken, mal reinschauen nochmal. Mal so ein paar Probeaufnahmen zwischendurch machen, um vielleicht rauszufinden, woran das liegt, denn mich wurmt das schon, ne? Das lässt mir dann auch keine Ruhe, wenn ich mir das ansehe. Ja, also von daher, da gucken wir mal, dass wir das hinkriegen, dass das alles vernünftig wird. Und dann passt das auch. Ach ja. Ist schon ganz cool. Also ich muss echt sagen, ich bin mal gespannt. Ich werde mir jetzt halt demnächst mal Forza 5 holen, weil das definitiv muss sein. Das ist für mich als alten Forza-Fan und jetzt mit den ganzen neuen Sachen definitiv so ein Pflichtding, weil das sieht einfach auch episch aus. Ach so, wollte ich noch sagen, diese Spielclips, die aufgezeichnet werden, kann man teilweise, also kann man selber steuern, man kann selber Spielclips aufnehmen, auch durch Sprachkommando mitten im Spiel, wenn man möchte. Es wird aber auch automatisch an bestimmten Stellen. Zum Beispiel wurde jetzt bei Battlefield 4, als ich im Multiplayer war, mit meinem eigenen Profil, dann aufgestiegen. Ich weiß gar nicht, das war jetzt relativ am Anfang. Level 4 bin ich da geworden. Und dann kam kurz danach dann von wegen so, ja, Spielclip wurde aufgezeichnet. Und ich so, hä? Warum wurde ein Spielclip aufgezeichnet? Hab mir das Ganze im Nachhinein angeschaut. Und siehe da, da wurde richtig, richtig viel aufgezeichnet. Wir haben hier noch weiße Wolle. Boah, ich glaube... Nee, wir haben kein Lapis Lazuli mehr, oder? Habe ich noch Lapis Lazuli? Nee, ich habe einen einzigen Diamanten. Golderz, Obsidian, Jukebox. Leider, leider, leider. Haben wir keinen Lapis Lazuli mehr. Das heißt dann für uns, entweder wir finden da unten... Welche? Habe ich denn Eisen dabei? Ja. Entweder wir finden da unten... In Tal der Träume finden wir was. Was natürlich cool wäre. Ja, also wenn wir da unten bei den Slimes so ein bisschen rumbuddeln, das können wir natürlich machen. Ja, oder weil ich brauche wenigstens ein bisschen Lapis Lazuli, dass ich halt dementsprechend die Schafe auch färben kann, die wir da noch haben. Ne? Die Melonen sehen cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefallen mir. Weil jetzt die Wolle färben muss nicht unbedingt sein. Hauptding wäre jetzt eigentlich, dass wir, naja, die Schafe färben können. Weil das ist nicht, also wenn ich überlege, die Wolle färben, das ist ein bisschen unrealistisch. Ne? Da bräuchte ich ganz, ganz viel Lapis Lazuli. Und so viel werden wir da einfach nicht finden. Schwierig jetzt schon wieder, ne? Also wir kommen einfach nicht raus aus dieser Bedouille, manchmal mit den Rohstoffen. Ich fand es übrigens auch total toll, den einen Kommentar von wegen, so, ja, das, was du hier in so vielen Folgen geschafft hast, schafft manch einer nicht in 2000 Folgen. Ich nenne da nicht den Namen, da wurde ein Name genannt, wurde ein Vergleich gezogen. Das mache ich jetzt absichtlich nicht. Bitte verzeih mir, dass ich das nicht mache, aber so bin ich halt nicht. Das mache ich nicht gerne. Aber ich weiß, was du meinst und diejenigen, die es gesehen oder gelesen haben, wissen das auch. Und ansonsten kann man das ja nachlesen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Folge es war, wo du das geschrieben hattest. Kann man ja ansonsten nochmal nachlesen. Oder derjenige, der es weiß, wenn er das sieht, kann dann bitte posten, in welcher Folge er das geschrieben hat. Oder er postet es einfach nochmal für diejenigen, die es dann wissen wollen, worum es genauer geht. Ja, also ne. So, jetzt mal kurz gucken. Weizen, hier haben wir was. Jetzt muss ich nur warten, bis die dann Schafe wieder zum Vorschein kommen. Na, tolle Wurst. Und wie soll ich das machen? Jetzt braucht es auch wieder Ewigkeiten. Bis der einzige Schafe was ist. Na, klasse. Da hinten ist eins. Okay, okay, okay. Jetzt noch warten, bis das andere, das nächste dann irgendwie dran ist.
Na, das ist mal. Du kannst ja nicht einfach nur rumstehen auf der grünen Wiese und nichts essen. Ach, da hat jemand angefangen, Minecraft zu spielen. Der V-Rex. Hallo, V-Rex. Eine schöne Entscheidung. Minecraft immer noch eines der geilsten Spiele, definitiv. Du bist lila, hoffentlich. Ne, du bist weiß. Das ist kacke. Weiß ist doof. Ich brauche noch ein lilanes. Die essen so selten. Also normalerweise, ich kenne es halt vom PC, ne? Da fressen die wie die Scheunendrescher. Also alle paar Sekunden haben die praktisch neue Wolle. So schnell kommt man teilweise mit dem Ernten gar nicht hinterher. Hier essen auch immer wieder dieselben Schafe, ne? Der Rest isst gar nicht so. Die sind eher so ein bisschen am Rumhungern. Na los, esst! Bitte Lila, bitte Lila. Ja, wunderbar. So, und dann... So, wunderbärchenhaft. Dann haben wir nämlich wieder ein neues Lilanes. Da, ein kleines Lilanes. Sehr schön. Habe ich den jetzt eigentlich schon Lilane? Hier ist Lilane Wolle. 10 Stück. Das ist echt nicht die Welt. Also wenn das so weitergeht, dann brauchen wir noch Trilliarden von Jahren dafür. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder runter, würde ich sagen. Und buddeln. Das sieht cool aus hier. Mit dieser Treppe und allem. Oder Leiter vielmehr. Hat schon was. Tja, und ich würde sagen, an dieser Stelle werden wir dann einfach aufhören für heute. Wir gehen ja gerade den Schacht runter. Wir sehen es ganz fleißiglich, tun wir das. Und dann werden wir morgen hier nochmal ein bisschen rumklöppeln. Vielleicht haben wir Glück und finden ein bisschen Lapislazuli. Wäre uns zu wünschen. Sodass wir dann noch ein bisschen ein paar Sachen färben können. Genug Fackeln und Kohle habe ich dabei. Boah, das passt schon. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zogger.